Die Human Rights Watch hat einen Bericht über russische Kriegsverbrechen in Mariupol veröffentlicht. Laut Dokument sind zwischen Februar und März 2022 Tausende von Menschen bei russischen Angriffen getötet und verletzt worden. Hunderttausende Menschen seien wochenlang ohne Grundversorgung geblieben, heißt es in dem Bericht. Ein freiwilliger Helfer bezeugte die Vorwürfe. Самое страшное, наверное, было не так еда, а как и тепло, да, а как медикаменты. И люди просто умирали из-за того, что этого просто не было. Больше всего людей пострадало. Это стариков и детей. Die Menschen konnten wegen anhaltendem Beschuss nicht aus Mariupol evakuiert werden. All windows almost gone. So we left without gas, without water, without power. So we are absolutely isolated from civilization. No internet, no update, nothing. Human Rights Watch und die ukrainische Nichtregierungsorganisation Truth Hounds haben rund 14 Angriffe detailliert dokumentiert, wobei tausende Menschen getötet und etliche Gebäude beschädigt oder zerstört wurden. Die Angriffe richteten sich unter anderem gegen Krankenhäuser und Wohngebäude, die als Notunterkünfte dienten. Our analysis has led us to conclude that international bodies and governments committed to justice should investigate and appropriately prosecute 10 individuals who we name, including President Putin and potentially other commanders who appear linked to overseeing war crimes in Mariupol. Der Bericht basiert auf rund 240 Interviews von Human Rights Watch und Truth Hounds mit zumeist vertriebenen Einwohnern von Mariupol. Dazu wurden über 850 Fotos und Videos sowie Dokumente und Dutzende von Satellitenbildern analysiert.